Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Nachmittagskongress. Wir freuen uns, dass Sie auch wiederum gestärkt und wunderbar gepflegt, verpflegt wurden und hier bei uns sind. Und wir freuen uns, dass wir Sie mit einem Menschen aus Deutschland, der aber in Teneriffa lebt, bekannt machen dürfen. Es ist Udo Frind. Udo Frind ist Erfinder, Nanotechniker, Optimierer von Motoren und Systemen zum Sparen von Energie. Und das ist ja ein zentrales, wichtiges Thema. Seine Hobbys mit molekularer Medizin und Schwingungsinformationen, seinen Mitmenschen helfen. Das ist sein Motto. Wir begrüßen und freuen uns auf Udo Frind. Dankeschön. Ja, Nanotechnologie, was ist denn das eigentlich? Da habe ich einfach mal im Lexikon nachgeschaut, in dem Umweltlexikon. Da steht mit Nanotechnologie, kommt vom altgriechischen Nanos, Zwerg, wird heute popularwissenschaftlich die Forschung in der Clusterphysik und Oberflächenphysik Oberflächenchemie, der Halbleiterphysik in den Gebieten der Chemie und bisher noch im begrenzten Rahmen im Teilbereichen des Maschinenbaus und auch der Lebensmitteltechnologie Nanofood bezeichnet. Der Sammelbegriff gründet auf der allen Nanoforschungsgebieten gleichen Größenordnung von Einzelatomen bis zu einer Strukturengröße von 100 Nanometern. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Diese Größenordnung bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die Oberflächeneigenschaften gegenüber von Volumeneigenschaften der Materialien eine immer größere Rolle spielen und zunehmend quantenphysikalische Effekte berücksichtigt werden müssen. Mann, das ist aber kompliziert, das mit der Nanotechnologie. Wir wollen das jetzt einfach und schlicht mit einer Veranschaulichung erklären. Dazu haben wir unseren Teide von Teneriffa mitgebracht und darüber möchten wir uns kurz unterhalten. Was ist eigentlich Nanotechnologie, damit wir es auch verstehen können? Nanotechnologie ist etwas sehr Kleines. Es stammt aus der Natur. Der Teide mit seinen fast 400 Meter Höhe ist der höchste Berg Spaniens, obwohl er auf einer kleinen Insel Teneriffa ist. Der rotblühende Natternkopf, wir sehen hier, ist wirklich einmalig, endemisch, nur auf Teneriffa zu finden und gedeiht in einer Höhe von 1800 bis 2400 Metern. Ja, er erfreut mit seiner Blüte und dem daraus resultierenden Duft nicht nur unser Herz und unsere Sinne, sondern bringt Insekten, wie zum Beispiel Bienen, dazu, dass sie kilometerweite Wege zurücklegen. Durch das unwiderstehliche Aroma werden sie angezogen mit nur einem Ergebnis, dass sie einen einmaligen Honig erzeugen und das zu unserem Genuss. Wer schon mal auf Teneriffa gewesen ist und eine Wanderung in den Las Cañadas del Teide gemacht hat, wird mir gewiss bestätigen können, hier gibt es eine wunderbar reine Luft, ohne Belastungen. Außerdem der tiefblaue Himmel, ja, man kann einfach nur davon schwärmen. Wir schauen uns die Natur an und sehen, es ist wirklich überwältigend und eigentlich unfassbar und ein großer Segen für uns. Alles läuft generell rund. Der Kreislauf des Lebens. Nanotechnik folgt genau diesen Strukturen auf atomarer Ebene, ja im feinstofflichen Bereich. Atome und Moleküle, die alles in einem Gleichgewicht halten. Ja, aber da gibt es so ein Thema. Sobald der Mensch mit Schadstoffen
und Emissionen eingreift, produziert durch Flugzeuge, Industriemaschinen, Autos. Ja, damit wird die Natur belastet und dieses Gleichgewicht, der Rundlauf, kommt ins Schwanken. Was sind die Folgen davon? Wollen wir nur kurz diese Folgen umreißen? Klimawandel, Krankheiten, Smoggefahr in den Städten, ungenießbares Grundwasser. Dies sind nur einige wenige Dinge, mit der die ganze Menschheit heute zu kämpfen hat. Kommen wir aber zum Praktischen, weil diese Dinge hören wir tagtäglich im Fernsehen. Es betrifft uns also alle und wir sind heute hier, weil wir aktiv werden wollen. Nanotechnologie von der Natur für die Natur. Die MKC España Group mit ihrem außergewöhnlichen Team muss dazu gesagt werden, was ja auch besteht von unserem Herrn Linares als Biologe, Herr Kraftschick ist unser Nanotechniker und auch weitere Personen sind im Labor tätig. Mit einer vierjährigen Weiterentwicklung der sogenannten MKC-Systemtechnik in Anlehnung an das Prinzip von Herrn Bernd Huhe aus Koblenz hat ein einzigartiges neues Verfahren entwickelt und verwirklichen können. Micro-Copy-Cover-Chip. Das Mikrokopieren von vorhandenen Molekülstrukturen der Natur als komplexe Systeme, Frequenzen und Schwingungen sind gegeben. Diese werden in unserem Labor auf Teneriffa, deshalb haben wir ja auch unsere Tade mitgebracht, repräsentativ, in einem einzigartigen Verfahren werden diese isoliert und aber auch veredelt und dann anschließend in kleinen Teilen, Datenträger genannt, kopiert. In der Technikabteilung werden diese Teile anschließend an verschiedenen Anwendungen angepasst, wie zum Beispiel das Auto. Das Ergebnis liegt dann gleich auf der Hand. Weniger Emissionen, weniger Schadstoffe bis zu 50%. Ja, Schadstoffe. Jeden Tag wird uns erzählt von CO2, es muss reduziert werden und so weiter. Was ist denn eigentlich dieser CO2? Im Umweltlexikon wird CO2 benannt als Kohlenstoffdioxid und wird Folgendes erklärt. Es ist ein farbloses, nicht brennbares, geruchloses und ungiftiges Gas, das mit ca. 0,03% natürliche Bestandteile der Erdatmosphäre ist. CO2 ist für langwellige Wärmestrahlen undurchlässig und verhindert so eine gleichgewichtige Abstrahlung der auf die Erde treffenden Sonnenstrahlen. Das heißt, dadurch werden auf der Erdoberfläche die zum Leben notwendigen Temperaturen eingestellt. Also der CO2 ist ja gar nicht so schlimm. Geruchlos, keine Schadstoffe. Aber wenn wir jetzt von Schadstoffen reden, nach der Verbrennung, reden wir von was ganz anderem. Weil der CO2 wandelt ja unsere Natur selber um. Was ist denn dann diese sogenannten Schadstoffe, die wir reduzieren in 50%? Ja, das sind die Kohlenstoffmonoxide. Kohlenstoffmonoxid ist ein reizfarb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von organischen Verbindungen entsteht und in der Luft schnell zu Kohlendioxid umgewandelt wird. CO wird gesundheitsgefährdend, da es die Sauerstoffaufnahme des Blutes verhindert. Kohlenstoffmonoxid entsteht durch unvollständige Verbrennung. Die toxische Wirkung beruht auf der Bindung an den roten Blutfarbstoff, Hämoglobin, anstelle des Sauerstoffs. Über Herzklopfen, Schwindel, Kreislaufkollaps und Atmungsstörungen können erhöhte Einwirkungen von Kohlenstoffmonoxid zum Tod durch Ersticken führen. Ja, das ist der Schadstoff. Auch die NOx-Werte, die Stickoxide genannt, die heute noch so ein bisschen als fragwürdig
angesehen werden, weil man sie nicht richtig messen kann. Aber auch diese reduzieren wir um 51%. Auch das Erdozon, wo auch von keiner spricht von Erdozon, die Dieselfahrzeuge haben extrem hohen Stoff. Es beißt in der Nase, sagt man. Ja, das ist genau dieser Erdozon und der wird auch sozusagen gemindert. Jetzt haben wir ein Produkt, weniger Emissionen, weniger Schadstoffe, weniger Verschleiß. Und jetzt als Dankeschön sagt uns die Natur, wenn du sowas hast, hast du auch weniger Verbrauch. Ist doch einmalig. 15% weniger Verbrauch in unserer Maschine, LKW, PKW. Das Micro-Copy-Cover-Verfahren ist jetzt ausgereift und anwendbar für Benzin, Dieselaggregate, also PKWs, LKWs, Reisebusse sowie Industriemaschinen unter anderem. Durch die Anwendung von Nanotechnologie, kleine Teile mit einer großen Wirkung, haben wir eine ideale Funktion erreicht. Eine ideale Funktion erreicht. Hiermit geben wir bekannt unsere neue Europa-Marke, die schon bereits registriert ist, Fun-Ideal. Es funktioniert ideal und macht auch Spaß. Ja, es bringt uns wirklich große Freude, als Firma, als Einzelperson des Teams, ein solch einmaliges Produkt vertreten zu können. Die freudigen Feedbacks unserer Kunden bestätigen die gute Funktion unserer Produktpalette, aber auch die reibungslose Geschäftsabwicklung durch unsere Firmengruppe einschließlich unserer fähigen Vertragspartner. Kommen wir zu einigen Beispielen. Im Jahr 2007 haben über 75 Firmenkunden unser Energiesparkonzept Fun Ideal in Deutschland und Spanien getestet und haben sich anschließend dazu entschieden, ihren Fuhrpark bzw. ihre Industrie zu optimieren. Auf der einen Seite haben wir mehrere Zeitungsartikel, einen davon haben wir unten ausgestellt, dass man das auch mal lesen kann. Und dieser Zeitungsartikel zeigt uns auch, dass die Kunden bereit sind, nicht nur Geld zu sparen, sondern auch etwas für unsere Umwelt zu tun. Und das freut uns auch sehr. Weitere Firmen, zum Beispiel Busunternehmen Engeler mit seinen 17 Autobussen, die Recyclinganlage Finkel GmbH, die die alten Eisenbahnen Querträger wieder vernichtet und zu Sand macht, hat auch die ganze Industrie optimieren lassen mit 9 LKWs, sämtliche Elektromotoren, Aggregaten und er ist sehr zufrieden. Ein weiteres Beispiel aus Madrid, Spanien. Dieses Jahr fing sehr heiter an. In den ersten Tagen wurden in einer Industrie ein Großkunde mit 64 PKWs wurde optimiert. Davon sparten 63 zwischen 0,8 und 1,2 Liter pro 100 Kilometer. Ja, aber was war jetzt mit der Nummer 64 geschehen? Warum hat er nicht gespart? Der Fahrer wollte unbedingt ein Sportprogramm haben. Er düst jetzt durch Madrid und Spanien, aber er spart nicht. Aber dafür ist er dann schneller vor Ort. Bei einem LKW in der gleichen Firma, der schon anfangs 2007 umgerüstet wurde und bei dem jeweils 6-monatige Verbrauchsvergleiche durchgeführt werden, beträgt die Ersparnis nun nachweislich 5 Liter pro 100 Kilometer. Da ist natürlich auch die Masse gegeben, das Volumen. Ein LKW verbraucht in der Regel zwischen 30 und 35 Liter auf 100 Kilometer und da sind wir jetzt bei 5 Liter angekommen. Ein weiteres Beispiel von unserem Team, unserem Equipment zum Beispiel. Unser Techniker, Herr Kraftschin, fährt uns jetzt mit seinem 2-Liter-Maschine Turbo-Diesel Renault Laguna mit durchschnittlich 6 Liter pro 100 Kilometer durch die schöne Schweiz. Also ist auch Freude, weil vorher war das fast 7 Liter. Ist auch wieder gewährleistet, die Funktion. Auch unsere Ausstellungsfahrzeuge liegen bei über 1 Liter Ersparnis, wie unser Audi A3 Benziner. Ja,
Als nächstes eine E-Klasse, 6 Zylinder, Diesel, die jetzt mit 6,8 bis 7,2 Liter fährt, eigentlich ungewöhnlich wenig. Von der Natur für die Natur. Weniger Schadstoffe zugunsten unserer Natur. Weniger Verbrauch zugunsten zu unserem Portemonnaie. Da alle Anwesenden aktiv für die Umwelt unterwegs sind, freuen wir uns, an unserem Stand weitere interessante Infos diesbezüglich geben zu dürfen. Falls es sich ergibt, kann auch der eine oder andere sein Auto von unserem Techniker hier vor Ort optimieren lassen. Ja, und dies machen wir zu einer günstigen Messekondition. Haben Sie schon beim letzten Alpenparlament optimiert? Ja, dann haben wir ein kostenloses Update für Sie, was wir in unserer Werkstatt für Sie bereithalten. Ja, warum also das eigene Fahrzeug nicht mit Nanotechnik umweltbewusst optimieren? Während diesem Kongress ist es am leichtesten zu realisieren mit einer Einbauzeit von ungefähr 35 bis 40 Minuten inklusive einer 2-jährigen Servicegarantie und 4 Jahre Herstellergarantie. Gerne beraten wir Sie persönlich am Stand. Mögen wir es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Nanotechnologie ist eine Mikrokopie der Natur. Wir sprachen da über komplexe Systeme, Frequenzen, Schwingungen. Wenn wir diese richtig anwenden, geben wir der Natur eine Chance, wieder in ihr Gleichgewicht zu kommen. MKC-Chip und Pfann-Ideal helfen mit, Schadstoffe zu reduzieren, bares Geld für Treibstoff zu sparen. MKC España Group hat bereits für Sie die Vorbereitung getroffen, Anwendung der Nanotechnologie von der Natur für die Natur. Ob Sie, liebe Zuhörer, es nutzen wollen, die Entscheidung überlassen wir Ihnen gerne, jedem Einzelnen von euch. Gewiss werden wir unsere gemeinsamen Bemühungen gute Früchte tragen, um das Gleichgewicht der Natur zu stärken. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit.